Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder tada um ein Fend. Ja. <laughs> ähm, zwar haben wir hier den Fend 1000S Vario und äh, der hat jetzt auch nicht so viele Einstellungen, aber ich sage immer wieder, das ist auch nicht so schlimm. Ne? Also wie gesagt, muss ja nicht immer alles keine ahnung wie viel sein so bevor ich anfange erstmal danke für euren support danke für die kommentare danke für jeden abonnenten die abonnenten gehen so langsam nach oben ne? also noch mal dafür danke und ihr könnt gerne anregungen schicken unter die kommentare meiner videos beziehungsweise wenn ich mal irgendwas vergessen habe oder äh, das machen ja ganz viele Leute mittlerweile oder ein paar Leute haben das schon gemacht. Verbessern mich denn halt immer. Ich bin kein Traktorexperte bzw. Schlepperexperte. Ich fahre da nicht jeden Tag mit. Ich stelle es einfach nur vor. Es ist ein Hobby von mir, ähm, dieses Spiel zu spielen. Bzw. im Moment spiele ich es halt weniger. Ähm, aber euch diese Sachen hier vorzustellen und äh, daran Spaß zu haben. Ich will nicht perfekt sein oder auch hier nicht äh, der Oberexperte. Ne, das wollte ich halt nochmal gesagt haben. Trotzdem danke für den Support und so weiter. Jetzt haben wir genug gequatscht. Wir fangen einfach mal an. Ne? So, wie gesagt, wir können hier das sollte eigentlich schon alles relativ äh, klar sein, die Designfarbe ändern und die Hauptfarbe ändern Na, ich nehme meistens immer dieses dunklere grün, finde ich irgendwie besser, warum auch immer ist halt immer so eine Geschmackssache so, fangen wir an hier, wir haben Reifenhersteller haben wir Trelleburg, wir haben die Standard wir haben die mit Radgewichten, wir haben die Breitreifen mit Gewichte und dann haben wir diese Dualreifen hinten und vorne da könnt ihr dann äh, definitiv nicht mit auf der Straße fahren, kann ich euch jetzt schon mal sagen der Schlepper ist im Allgemeinen schon breit das müsste dann irgendwie auf dem Feld machen also da kommt dann durch keine Straße durch da müsste man den verkehr glaube ich schon mal ausschalten der sowieso ein bisschen blöd ist in diesem Spiel genau so wir haben Design haben wir folgendes das ist hier sind hier einmal diese äh, lampen diese diese äh, blitzer und da haben wir einen kleinen Fehler na, da habt ihr gesehen, wenn man auf alle geht, dann wird das hier alles übel hell. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Jetzt sieht man mal, ne, wie das so ist. Naja, egal. Wir nehmen aber die, weil ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass mein Spiel dann abstürzt. So, wir nehmen die einfach die ganz normalen hier. So, wir haben Motoreinstellungen haben wir einmal 396 PS, 435 PS, 516 und 615 PS. Das ist das Höchste. Und das steht auch hier drauf, ne? da steht dann 1050 Vario drauf. Ne? Also nichts Besonderes. So, dann haben wir hier unten noch. Wir haben eine Frontlader äh, an Baukonsole. Aber freut euch nicht so früh. beziehungsweise ich habe jetzt nicht wirklich plan, ob es dafür auch einen Frontlader gibt. Also ein Anbau dafür gibt, also direkt Frontlader. Mit dem Standard Frontladern in diesem Spiel geht es nicht, das kriegt man gar nicht dran. Dr dr Habe ich mal probiert, Ebenso kurz, aber es hat nicht funktioniert. Wenn es da irgendwo einen Mod gibt äh, oder so, einfach unten verlinken oder haut das in die Kommentare rein. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich wüsste auch nicht, dass diese Riesenschlepper echten Frontlader haben. Habe ich noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, dann kann man da so mal ein bisschen, ne? Quatschen drüber. Gut, so, im Prinzip war das jetzt auch schon alles hier mit den Einstellungen. Wir gehen jetzt auf den Vorführplatz und hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt angekommen an unserem Vorführplatz und wir fangen auch schon an, uns den guten Mal anzuschauen von vorne. Na, so wie von hinten auch. Na, hier. Schönes Design auf jeden Fall. Der ist richtig schön gemacht. Hier kann man noch so ein bisschen in den Motor reingucken. Hier unten haben wir so ein paar Warnaufkleber. Hier die Konsole vorne. Auch alles schick. Die Seitenkonsole bzw. <laughs> das Seitenprofil. Also da ist nichts verwaschen oder wischi, waschi oder wie man das auch immer nennt. Ne? Texturenmäßig ist das richtig gut. Was ich auch hier ganz cool finde, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass er auch hier so kleine... Reflektoren an den Treppen hat zum Einsteigen cool so von hinten auch ne? hier die Knöpfe das kann man richtig gut erkennen die Warnaufkleber kann man auch super erkennen hier wer hätte ich mir noch gewünscht vielleicht noch so einen kleinen Aufkleber drauf ein Kennzeichen drauf das hätte den Mod noch mal ein bisschen aufgewertet aber das kommt ja mit dem LS 22 dann auch dass man da die, die Nummernschilder einstellen kann beziehungsweise anwählen kann hier ist die schöne Konsole Ne, von Allo. wie gesagt, äh, ich hätte es gerne euch gezeigt mit Konsole, also mit einem Frontlader dran, aber es geht nicht. Also ich finde da keinen. So, ansonsten ist das schon ein schickes Modell. Den kann man vielleicht auch noch ein bisschen weiter modden. Also hier haben wir noch so einen Aufkleber. Hier vorne ist auch noch so ein Fendt-Aufkleber. Ne, also das ist alles schick. Gehen wir mal rein und auch von innen. Denke, da brauchen wir auch nicht groß gucken. Ne? Hier Aufkleber super. Hier die Aufkleber sind auch toll, beziehungsweise da ist nichts matschig oder irgendwas anderes und den Teppich feiere ich auch schon wieder. Auch sehr schön, sehr schön gelungen. So, was er nicht hat, ist auf jeden Fall, wir können die Türen nicht aufmachen, er hat kein IC-Control oder sonstiges Gedötz, das hat er nicht. Ansonsten, äh, ja, es ist halt manchmal so. Na so, dann gehen wir mal hier rein, machen wir einen Blinkertest, links, rechts, Warnblink, so, und auch hier wieder kann ich leider das Arbeitslicht hinten nicht einschalten. Warum auch immer? Bitte in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas wisst. Ansonsten einmal von vorne. Der ist schon schick. Ne, links, rechts. Das. Und hier das Arbeitslicht vorne funktioniert wieder. So, dann haben wir hier unser schönes Standlicht. Ne? Da haben wir dann hier oben noch zu fünf Leuchten. Die wurden da noch dran gebaut. So LED-Lampen sind das. Finde ich ganz cool. Und das wäre dann mit voller Kapelle. Zack. Und hier auch oben nochmal so ein Lämpchen am Führerhäuschen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn, das, wenn so bestimmte Dinge nicht gehen. Auch hier die ähm, von den Warntafeln. Das, das sind doch Blinker, oder nicht? Die funktionieren auch nicht. Schade, schade, gut, es ist wie es ist, <laughs> sag ich immer, gut, so, jetzt kommen wir zu dem ganzen Schicken noch, jetzt machen wir den noch nochmal oben an, das ist natürlich hier richtig heftig, ne, wenn er damit abends, glaube ich, nachts durch die Gegend fährt, der kriegt du richtig an einer Macke, aber gut, der Modder hat es so gemacht, kleines Highlight hier hinten, sind so Blinker und vorne auch. Ja, das das Ganze mit Licht. Also, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Äh. Ja, genau, da war noch ein alter Schlepper. <laughs> also, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Na, also, wie gesagt, die Lampen da oben, das, äh, die rundum leuchten, die sind ein bisschen heftig. Aber gut, es ist halt so. So, machen wir einen Soundcheck. Sollte eigentlich auch Standard sein. Animationscheck. Ihr seht, Pedalenkonsole funktioniert. Aber der Joystick halt nicht. Gut. Haben wir das auch? Gucken wir nochmal. Ja, wie gesagt, äh, der hat auf jeden Fall Potenzial. Ne, das ist jetzt, ich denke mal, die erste Version oder so. Ah, ha, ha, ha. jetzt sehe ich das. Seht ihr? Jetzt kann man auch hier schön die Lichter sehen von den Treppen. Also, ich glaube, das habe ich so noch nicht gesehen. Also, wüsste ich nicht. Ist mir noch nie so aufgefallen, wahrscheinlich. Gut. Ähm, schön, dass man das auch mal gesehen hat. Was man dann doch so, ne, findet. Also, wie gesagt, ich mache das ja halt immer alles so spontan, ne. Das ist, ist halt so. So, machen wir das Licht aus. Finde ich, ist eine gute Sache. Gehen wir raus. Leute, wie gesagt, Anregungen, Texten, reinhauen. Immer schreiben, 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 schreiben. Ähm, den Link... Findet ihr zu diesem Schlepper wie immer in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis demnächst dann und tschüss.